Guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen bei timetodo.ch. Dieser Abend ist geprägt von Dingen, die alle mit unserem Kopf zu tun haben. Denn Konzentration, Meditation, Ruhe, Entspannung, alles Dinge, die von unserem Gehirn gesteuert werden. Und wenn wir die nötigen Werkzeuge nicht haben und das Empfinden auch nicht, kann einiges in die Hose gehen. Bei mir sind heute zwei Menschen, die uns da viel weiterhelfen können und die uns Werkzeuge an die Hand geben können, dass es in unserem Leben etwas besser funktioniert. Herzlich willkommen, Peter und Nicole. Guten Abend. Guten Abend. Wenn ich das ganze Thema mir so angehört habe, habe ich mir erst mal die Ohren spitzen, weil ich habe es so noch nicht gehört. Aber es klang wahnsinnig interessant. Deswegen auch bin ich froh, dass ihr in die Sendung gekommen seid. Wenn ich da drauf schaue und sehe das Wort Hemisync, was kann ich mir darunter vorstellen? Also bei Hemisync geht es darum, dass wir die beiden Gehirnhälften synchronisieren. Also wir haben ja eine rechte und eine linke und die Abkürzung heißt Hemisync. Das heißt, mit dem binauralen Beats, das ist ein biologischer Effekt, werden sehr, sehr schnell die beiden Gehirnhälften ausgeglichen. Das heißt, die beiden schwingen sehr schnell im Gleichklang und dann kreieren die einen virtuellen Ton im Gehirn, der klingt so. Und dadurch schwingen die beiden Gehirnhälften sich gleich ein. Also man kann dann schneller entspannen, besser lernen, konzentrierter arbeiten. Also gibt es ganz viele Effekte. Also ich möchte schon mal gleich die CDs bestellen. Wir haben ganz viele. Das hört sich natürlich fantastisch an. Wie seid ihr überhaupt auf die Thematik gekommen? Wie wurde das entwickelt? Wo kommt das her? Wie kommt ihr da dazu? Also dazu gekommen sind wir buchstäblich wie die Jungfrau zum Kind. Wir haben vor 2 Jahren einfach Bestellungen bekommen, von einem Tag auf den anderen. Und haben dann herausgefunden, dass unser deutscher Kollege die Schweiz nicht mehr beliefert und einfach gesagt hat, ich kenne da welche, die können das. Da gab es natürlich eine Vorgeschichte, also ich habe 2001 damit angefangen, habe die Ausbildung gemacht, habe dann irgendwann die Nicole mitgezogen, weil es alleine doch langweiliger ist als zu zweit. Und wir haben dann in den USA auch die Ausbildung gemacht, sind zertifizierte Trainer und in dem Rahmen haben wir dann auch die Erlaubnis bekommen, diese CDs in der Schweiz zu vertreiben. Also ursprünglich kommt das Thema aus Amerika. Ja, es gibt da den berühmten Robert A. Monroe oder Bob Monroe, das war so ein Pionier für außerkörperliche Erfahrungen. Er hat dann in den 50er Jahren einfach, ist er raus aus dem Körper, wusste nicht wieso, warum, damals war das noch kein Thema, hat dann sich medizinisch untersuchen lassen, hat gefunden, mit mir stimmt was nicht, bis er dann nach Jahren rausgefunden hat, ich kann etwas, was andere gerne können möchten. Und er hat ein Buch geschrieben, Der Mann mit den 2 Körpern, wo er das protokolliert und sagt, wie es ihm geht und wie ihm das alles läuft. Und später hat er dann, wo immer mehr Leute kamen und sagen, hey, ich will das auch, hat er dann angefangen zu forschen, wie kann ich das anderen Leuten ermöglichen, sowas zu machen. Und die Basis seines ganzen Forschens war dann, dass letztendlich Klänge Reaktionen in unserem Gehirn provozieren, sage ich mal. Ja. Der Bob ist im Jahrgang 1915, also da ist dann so in die Radiozeit reingekommen. Er war Toningenieur, hat mit Radio gearbeitet, das war naheliegend, das über Töne zu probieren. Und Nicole hat es vorhin schon gesagt, dieser biologische Effekt, dass wenn ich dem Ohr 2 leicht unterschiedliche Töne, vielleicht kannst du das schnell dem Publikum zeigen. Blenden wir das mal ein. Wenn ich dem Menschen 2 ganz unterschiedliche oder leicht unterschiedliche Töne zeige, dann muss das Hirn biologisch gesehen im Hirn eine dritte Schwingung machen aus der Differenz von den 2. Und jedes gesunde Hirn kann das. Also 1840 rum, wo man das entdeckt hat, war das eine medizinische Diagnose, um festzustellen, ist das Gehirn gesund oder nicht. Da hat man es vergessen. Und so in den 60er Jahren mit Superlearning, mit Hyperlearning hat man das dann wieder rausgefunden. Und das ist die Basis eigentlich von Hemisync. Nur im Gegensatz zu normalen Binaural Beats, da gibt es also bis 25 solche Tonpaare, die abgestimmt sind, sodass ich das Hirn in eine bestimmte Richtung bringe. Und das, was man jetzt sieht, das ist dann das Resultat davon. Also das kann ich auch noch erklären. Und zwar ist es ja so, wenn wir eine Aufmerksamkeit haben, wir ja normalerweise im Wachzustand. Das heißt, ich höre, ob draußen ein Auto vorbeifährt oder ob da ein Vogel zwitschert oder ob da jemand spricht. Und bei Hemisync wird der Effekt ausgenutzt, dass man die Konzentration absolut auf den Punkt bringt,
also wie bei einem Laserpointer. Mhm. Und dann kann man genau die Ziele, die man will, umsetzen. Das klingt ja so wie Gehirnpower, wie Brainpower, als könnte ich in meinem Kopf da, wenn ich mal, mache ich mal ein klassisches Beispiel. Ich bin jetzt Student, der von morgens bis abends da voll gehämmert wird von allem möglichen Lehrstoff. Und jetzt weiß ich, okay, am Montag früh steht eine Klausur an. Und wenn ich dann noch ein heftiges Wochenende hinter mir habe und ein bisschen Party gefeiert, dann bin ich am Montag früh nicht so fit oder nicht so konzentriert. Ja. Könnte ich jetzt eine von euren CDs nehmen und könnte mit diesen CDs diesen Konzentrationszustand herbeiführen? Ja, also ich zeige dir gerade mal, das ist zwar, schaut sich so aus, da wird der Effekt vom rosa Rauschen genutzt, also die Musik klingt so, wie wenn ein Auto vorbeifährt, stört also auch keine anderen, wenn man die CD laufen hat. Und es ist wirklich, dass man merkt, die Aufmerksamkeit ist erst da draußen und dann wird es richtig so auf einen Punkt gebracht. Also man kann konzentrierter lernen, man kann Hausaufgaben schneller machen. Wenn man zum Beispiel keine Lust hat auf Administration, kann man besser mit Zahlen umgehen. Also die ist echt bewährt, die CD. Also für alle die Zuschauer, die sich davor sträuben, Steuererklärung und die Belege immer vor sich hinschieben, hier sitzt auch so einer, der das nicht so gern macht, die können dann mit Hilfe dieser, wie soll ich es nennen, Klangkombination? Also Klangtechnologie, ja. Ja, mit Hilfe dieser Klangtechnologie können Sie einfach im Gehirn die Areale dann anregen, dass letztendlich die Umsetzung in diesem Zahlengewurschtel, was du da machen musst, dann leichter fällt. Mhm. Das muss ja für Kinder, wäre das ja das Aha-Erlebnis schlechthin. Ne? Wie oft höre ich, oh, zappelt rum und apropos zappeln. Gibt es auch Erfahrungen mit ADS oder ADHS-Kindern? Ja, es gibt also für die Leute, die in den Webshop gehen, also wenn sie das ADHS oder ADS eingeben, es gibt jede Menge CDs, die da helfen, weil die auch entsprechend abgemischt sind. Wir haben in der Schweiz weniger, da haben die Lehrer eher so Skrupel, sowas zu brauchen. Wir haben viele Lehrer, die Kunden sind und wenn wir dann drüber reden und sagen, ja, probiert das mal in der Schule, dann kommt so, traue ich mich nicht. Wir kennen aber aus dem Ausland Lehrer, die das zum Beispiel im Unterricht mit einbauen und gute Erfahrungen machen. Wir haben auch eine Kollegin, die selber Ärztin ist, deren ihre 9-jährige Tochter ist durch alle schulischen Tests durchgefallen. Man hat nicht herausgefunden, was sie hat. Und dann hat sie diese wirklich Concentration genommen, hat das der Kleinen immer beim Hausaufgaben machen gegeben. Und die Kleine kam dann von sich aus und hat dann gesagt, hey, ich brauche einen Ventilator, weil die Concentration, wenn sie so im Hintergrund läuft, ist wie wenn so ein Ventilator vor sich hin rauscht. Und die schulischen Leistungen waren innerhalb von einem Monat massiv besser. Und ja, es funktioniert. Also ich brauche selber, eben, du kennst das, Buchhaltung, und wenn ich die Concentration reinmache, dann macht einfach der Fokus so. Und da kannst du gar nicht mehr, da musst du einfach dich auf das Zeug konzentrieren, was du eben vor dir hast. Also ist das eine Hilfe eigentlich? Wir haben ja so eine Welt, die von Ablenkungen geprägt ist. Da stürzen ja dauernd Informationen und selbst wenn du vor dem Computer sitzt, machst Bing, eine E-Mail, Bing, da, hier, da wieder irgendetwas. Dein Telefon klingelt zwischendurch. Um in dieser Welt bestehen zu können, kann ich das so sagen, ist das ein Hilfsmittel, um auf den Punkt zu kommen? Ja, kann man, weil also man hört halt die CD an und das Gehirn ist wirklich, es ist spannend. Also ich sage ein Beispiel aus meiner Praxis, ich habe mal ein Meeting gehabt und bin mit dem Tram natürlich zum Termin gefahren und dann wusste ich in einer Viertelstunde... Tram, Straßenbahn. Also, ah ja, genau, mit der Straßenbahn. Und dann wusste ich einfach, ich habe 15 Minuten und erst war ich nur so durcheinander, denke ich, oh, was willst du nachher genau sagen? Und dann habe ich einfach schnell die Concentration angehört und da habe ich es wirklich gemerkt, wie, das sind doch viele Außengeräusche. Auch die Tram hört man ja und der das Sprecher. Gerumpel, und das geht alles weg und es war wirklich so im Hirn und da habe ich gemerkt, so jetzt ist gut, wenn ich aussteige. Und dann war ich auch im Termin, war alles präsent, das war klasse. Also auch für Businessleute, ja. Die in Termine, in, man weiß ja, Einkäufer, Gespräche mit Lieferanten, Preise verhandeln, die ist immer Konzentration gefordert. Also für die Menschen wäre es natürlich eine tolle Hilfe. Und wie schnell, hast du gesagt, dauert es von Anfang hören, bis es wupp macht? Also es ist unterschiedlich natürlich, aber man kann sagen 2-3 Minuten, es geht sehr schnell. Also es hat auch den Effekt, je häufiger du es machst, umso schneller geht es. Also wir können jetzt zum Beispiel heute CDs, die wirklich ein Programm haben, das verbal geführt ist, gar nicht mehr groß anhören. Weil wir sind so schnell in dieser Schwingung drin, einfach durch die Jahre, die wir es jetzt machen, dass wir eigentlich immer die Einführungsphase überspringen müssen und irgendwo mittendrin anfangen.
Also man braucht mit der Zeit auch die Zähne gar nicht mehr, weil dein ganzes Gehirn und so gewöhnt sich daran, dass du nur noch dran denken musst. Also Zähne, es ist so, wir sagen immer, wir sind Werkzeughändler, also wir verkaufen Werkzeuge, wir beraten das. Aber irgendwann brauchst du das Werkzeug gar nicht mehr, weil dann dein ganzer Körper, das ganze Hirn sich darauf einstellt. Ist ja perfekt. Wenn ich mir das jetzt anschaue hier, da steht Whole Brain entfaltet das volle Gehirnpotenzial. Wenn wir das Bild nochmal einblenden, da haben wir jetzt so einen Schnitt durch den Kopf und links sehen wir, ist ziemlich viel blau und rechts ist so ein rotes Feld, gelbes Feld, grünes Feld. Was heißt das? Das bedeutet eben, dass die Aufmerksamkeit überall ist. Also das nicht, dass die Farbe jetzt sagt, es bezieht sich auf Sehhirn oder aufs logische Denken, sondern es geht einfach darum, dass man sagt, die Aufmerksamkeit ist überall, ungeteilt, manchmal bei manchen Plätzen mehr oder weniger. Und nachher, wenn man die Hemisync über Kopfhörer hört, oder eben im Stereofeld, dann ist der Effekt, wie man in der Mitte sieht, dass halt die Aufmerksamkeit ist wirklich wie auf einen Punkt konzentriert. Und darum geht es. Okay. Also das bedeutet dieses Bild. Man kann wirklich an das ganze volle Potenzial ran. Da sieht man es jetzt. Unzusammenhängendes Gehirnwellenmuster und rechts das synchronisierte Gehirnwellenmuster. Okay. Also wir nennen das eben so einen ganzhirnigen Zustand, also wenn der Whole Brain übersetzt. Und das ist das, was du jetzt siehst, das ist so die Spielerei, also diese Abmischung dieser bis zu 25 Tonpaare, die hat man zum Teil gemacht, indem man zum Beispiel bewährte energetische Heiler genommen hat, denen in ihr Gehirn vermessen hat während dem Heilvorgang und dann ein Reverse Engineering gemacht hat, also hingegangen ist und die Frequenzen so lange abgemischt hat, bis dann wirklich eine unbedarfte Person Kopfhörer anziehen konnte und die gleichen Hirnmuster erzeugt. Mhm. Und in all unseren Heilungs-, Selbstheilungs-CDs sind diese Hirnmuster, also sind diese Frequenzen wieder drin. Faszinierend. Das heißt, das, was ich jetzt da sehe, Gamma, Beta, Alpha, Wellen, diese Strukturen hat mein Gehirn auch im Normalzustand, oder? Ja, aber so wie wir jetzt sind, sind wir vorwiegend im Beta-Zustand, also Machtbewusstsein, haben aber natürlich immer auch noch Ausrutscher oder zwischen ins Alpha rein oder so, aber wir sind jetzt im Beta. Und wenn du jetzt ein bisschen runter scrollst, also Alpha-Zustand wäre aber dann so eine leichte Entspannung, Theta ist dann bereits Schlaf für den normalen Menschen und Delta ist dann wirklich Tiefschlaf. Und wenn wir jetzt einen Zustand nehmen, den wir Focus 10 nennen, der Bob Monroe war ein Ingenieur, hat alles mit Zahlen benannt, und Focus 10 definiert sich, der Körper schläft, aber der Geist ist wach. Also ein Zustand, den wir im Normalfall nicht kennen. Wollte ich gerade sagen. Und das heißt, ich muss dem Körper diese Theta-Delta-Frequenzen geben, damit er voll weggeht, aber gleichzeitig brauche ich Beta-Frequenzen, damit der Kopf da bleibt. Und unsere Kursteilnehmer zum Beispiel, die sagen dann ganz klar, also die mögen dann den Arm gar nicht mehr bewegen oder sie spüren den Körper gar nicht mehr in so einem Zustand. Und das kann jeder, weil jeder kann schlafen. Also von dem her gesehen ist das ein Zustand, der lernbar ist. Also unsere Teilnehmer in einem Seminar schaffen das locker in zwei Übungen. Also es ist ein Vormittag. Also wir haben jetzt gehört, einmal kann ich das einsetzen, um meine Konzentration auf den Punkt zu bringen oder zu schärfen. Jetzt mit dem Schlafen, jetzt gibt es auch die Möglichkeit, weil auch das ist ja weit verbreitet, Schlafstörungen. Man glaubt immer, ja, das hat man mal hin und wieder, aber es gibt Menschen, die haben das ihr ganzes Leben. Das heißt, das ist ja auch eigentlich eine Fehlfunktion, wenn ich nicht schlafen kann. Wenn mein Körper erst so ermatten muss, dass ich fast in so einen Bewusstlosigkeitszustand falle, das ist natürlich nicht mehr entspannend, da hat der Körper ein Notprogramm schon gefahren. Gibt es auch Töne, Klänge, CDs, wo ich zum Beispiel gegen Schlafstörungen agieren kann? Ja, da haben wir ganz, ganz viele. Und zwar, also ich gehe vielleicht mal auf die hier ein, weil wir die ja auch hier da liegen haben. Wenn man zum Beispiel total ausgepowert ist und mittags unbedingt einen Powernap braucht, da gibt es zum Beispiel einen Catnapper. Und das Tolle daran ist, man hat ja normalerweise Schlafzyklen. Und da wird anderthalb Stunden auf eine halbe Stunde reduziert. Und so kann man im Prinzip Nachtschlaf, den man nicht hatte, am Tagsüber nachholen. Oder wenn man auch viel unterwegs ist, sagen wir mal, man fliegt viel, man hat einen Jetlag, kann man dann so diese fehlenden Schlafzeiten ausgleichen. Das heißt, auch dort ist es wieder eine, was ist das? Ist es Musik, sind es Frequenzen oder wie? Also das ist eine geführte Meditation in Englisch.
Mhm. Und wenn jetzt zum Beispiel einer nicht Englisch kann, dann haben wir den Text in Deutsch. Aber es ist so einfach gesprochen, wenn er sagt, close your eyes, breathe in, breathe out. Also das ist eigentlich easy zum Verstehen. Also das ist wirklich etwas, wenn man halt viel unterwegs ist oder halt so ein Powernap sich Zeit nehmen will. Also es dauert ungefähr 30 Minuten und das kann man normalerweise auch in der Mittagspause einbinden. Es gibt also mir wieder Power zurück, man kennt das ja, halbe Stunde schlafen soll ja viel. Mit dem kann ich im Prinzip das noch verstärken, weil es nicht nur das Augen zumachen und schlafen ist, sondern es ist auch noch die richtige Information, die genau mich dorthin bringt, dass ich da viel mehr Power und Energie rausziehen kann und danach wieder genau, richtig also stehe. Genau, es zieht ihn praktisch und einmal runter, voll in Delta-Schlaf und dann wieder hoch. Also man guckt da nicht da unten rum, sondern man geht runter und wird wieder rausgezählt aus der Entspannung. Und der Vorteil ist, du bist nach 30 Minuten wieder da, bevor Schlafhormone ausgeschüttet werden. Weil wenn ich, also ich habe mich immer geweigert, während dem Tag zu schlafen, weil das hat meinen ganzen Rhythmus durcheinander gebracht. Geht mir ähnlich. Und mit dem mache ich es jetzt. Also wenn ich morgens sehr früh raus muss und so, dann gucke ich, dass ich um Mittag rum schnell einen Catnapper mache, dann weiß ich 30 Minuten, dann bin ich wieder da. Und eben, wenn du weniger als 30 Minuten hast, geht dein Körper nicht auf den Schlafmodus. Also du hast kein Schlafhormon. Mhm. Und darum kommst du auch nicht durcheinander. Also das ist sehr wertvoll. Es gibt auch andere Schlafzähne, also es wären solche wie die Concentration, wo nur rosa Rauschen hast, aber dann eben im Delta-Bereich drin. Ich persönlich liebe Soundsleeper. Das ist so... es gibt den 1 mit gesprochen, 2 nicht gesprochen, wo, wenn du da so am Sonntagmorgen einfach schlafen kannst, der Soundsleeper, du kommst hoch und er zieht dich gerade wieder runter, du kommst hoch, er zieht dich runter, du willst gar nicht mehr aufwachen. Also auch ein eigenes Schlaferlebnis, aber ich liebe den. Und du hast, es gibt eine Zähne, die heißt durch den Regen schlafen, wie Leute, die eben so Naturgeräusche im Hintergrund wollen, so wie wenn du irgendwie den Regen aufs Dach tropfen hörst. Also da gibt es, ich glaube, wir haben sicher 10, 12 so Schlaf-CDs. Und wir hatten zum Beispiel vor kurzem eine Frau, die hat über Jahre lang, ich weiß nicht was, eine Taxizentrale oder so gemacht, so kleine Firma, die konnte nicht mehr durchschlafen nachts. Und dann hat die Psychotherapeutin sie geschickt und wir haben der CDs dann geschickt, einfach damit sie wieder lernt zu schlafen. Erfolgreich? Ja. Also du hast eben, also die Hälfte fast unserer Kunden sind Ärzte oder Therapeuten und die schicken natürlich wieder Leute, die dann irgendwelche Probleme haben und sagen, du, da gibt's was. Wir hatten gestern jetzt gerade eine Frau, die hat eine Brustkrebsgeschichte, die muss nächste Woche mit Chemotherapie anfangen, die hat ganz verzweifelt angerufen. Und die war jetzt aus Deutschland und wollte unbedingt die spezielle CD für Chemotherapie. Und ja, wir müssen jetzt morgen noch auf die Post springen, aber nächste Woche hat sie die. Aha, das heißt, jetzt habe ich so viel gehört. Wie viele CDs gibt es denn insgesamt? Also wir haben über 220, und zwar CDs und DVDs. Und die unterteilen wir auch in verschiedene Rubriken. Das eine ist zum Beispiel instrumental, da hört man nur Musik. Da geht es von Hafenmusik bis klassisch bis schamanisch. Und dann gibt es die nächste Rubrik, die heißt Human Plus. Dann lernt man Muster, die sich eingeprägt haben, die man gerne loslassen möchte. Sagen wir mal, wenn einer sein Essen nicht ganz im Griff hat, dann gibt es eine CD, die heißt Eat oder Eat, also Eat More oder Eat Less. Und so kann man im Prinzip Muster, die sich so eingeschliffen haben, über Jahre ändern. Das heißt auch, Menschen, die mit Übergewicht zu kämpfen haben, die können das Eat Less, also Ess weniger, ja, genau, letztendlich hören. Und das ist dann wie so eine Modulation in meinem Gehirn, die mich einfach bewusster wahrscheinlich macht, nicht unbewusst zu essen. Wir wissen ja, dass es oft nur die Kleinigkeiten sind. Ich esse doch den ganzen Tag nichts mehr, aber da wird was genascht und hier wird was mitgenommen und so. Und das sind ja die Dinge, die uns dann aus der Form bringen. Ja, es ist halt so bei Human Plus das Besondere, dass es immer zwei Teile sind. Mhm. Also der erste Teil ist so, dass man den Channel, also den Access Channel, den Zugriffskanal auf Deutsch, den Elfer öffnet. Und diese Übung macht man ziemlich lange. Und wenn sich das Hirn geöffnet hat, damit nachher dann dieses Kommando gelernt werden kann, das ist im zweiten Teil, da wird das mitgeteilt, wie zum Beispiel esse mehr oder esse weniger, dann kann man die auch im Alltag abrufen. Und das ist bei jeder Human Plus CD das Gleiche. Immer der eine Teil, dass man den Access Channel etabliert, dass sich das Gehirn daran gewöhnt. Und der zweite Teil ist immer ein Kommando, wo man selber dann im Alltag lernt, um ein spezifisches
Muster zu lösen. So, jetzt habe ich natürlich schon von so vielen Thematiken gehört, können sich natürlich die Zuschauer nicht merken, könnte ich auch nicht. Aber es wird eine Telefonnummer immer eingeblendet. Das heißt, für alle, die jetzt zuhören und sich so Notizen machen, Schlafstörungen oder, jetzt haben wir gehört, Chemotherapie, wir haben gehört, Konzentration, AHDS, unheimlich viel, gerade das Thema Schulkinder, Konzentration, Studenten. Ich kann also anrufen bei euch und kann sagen, hier, ich kann nicht gut schlafen. Von den CDs, die Sie haben, welche würden Sie mir empfehlen? Dann werden Sie wahrscheinlich ein bisschen mit dem sprechen. Woher kommen die Schlafstörungen? Wie gesagt, wenn die Frau natürlich jahrelang Taxizentrale gemacht hat, da war die ständig nachts da beschäftigt, kann man sich gut vorstellen. Ich habe gehört, Leute, die viel Schicht gearbeitet haben in ihrem Leben, kann das auch vorkommen, dass sie irgendwann nicht mehr durchschlafen können, weil sie immer so einen gestörten Rhythmus hatten. Aber wir wissen, Schlaf ist die wichtigste Regeneration für unseren Körper, ist eine ganz wichtige Funktion und wenn wir die nicht haben, leidet der Körper über die Dauer. Und so kann man das dann mit einer CD in den Griff kriegen, aber man braucht halt Beratung, um zu wissen, was ist die richtige. Und die kriege ich, wir blenden nochmal die Telefonnummer ein, wo die Zuschauer dann rückfragen können. Mhm. Jetzt haben wir da noch ein Bild, da steht drauf, wechselnde Phasen. Um was geht es da? Kannst du das noch ein bisschen hoch machen? Ja. Oder vielleicht ein bisschen kleiner, das dass man den Übersicht, vielleicht Apfel-Minus, da oben, okay. Wo steht Minus? Ja. Nur ein bisschen kleiner? Also das ist einfach so die Ecke, die wir abdecken können mit den CDs. Wenn du unten siehst, steht irgendwo physische Welt, so, also physische da, wo Realität, wir jetzt sind, genau, sind oder? Und dann kannst du eigentlich, je nachdem, wie diese CDs abgemischt sind, kannst du eben in ganz gezielt in bestimmte Themen reingehen. Und eben, jetzt über das ganze Thema Meditation haben wir noch nicht gesprochen, da gibt es auch jede Menge CDs, wo du dann entsprechend wirklich bewusst dich in eine ganz, ganz tiefe Entspannung, in eine Meditation auch reinführen lassen kannst. Die Schlafthemen, die sind dann eben da in diesem türkisfarbenen Bereich auch drin. Und das ist unser Bob Monroe eigentlich, auf den geht alles zurück. Er hat es dann auch patentieren lassen. Und wir sind auch immer am Forschen. Wir sind mit den Tontechnikern, die bei ihm noch gelernt haben, in Kontakt weltweit und warten immer noch, bis die so weit sind. Also wir sind jetzt seit 2 Jahren mit den Jungs am Skypen und am E-Mailen und warten immer, bis die jetzt endlich ihre große Erfindung bringen. Es sind verschiedene Leute dran, die mit dem Bob noch im Studio waren, Nachfolgeprodukte zu entwickeln, aber bis jetzt warten wir immer noch. Sie versprechen es uns. Eigentlich müssten sie schon seit 2 Jahren da sein, aber irgendwann kommen dann auch Nachfolgeprodukte. Genau, da ist jetzt die Telefonnummer. Die sollen sich die Zuschauer aufschreiben, wenn sie da Beratung haben können. Natürlich, wo ist denn das Faszinierendste an diesem Hemi-Sync? Das Faszinierendste ist, dass wir einen Weg finden, wie wir mit unserem Gehirn, was ja jeden Tag von außen von tausenderlei Dingen belastet wird, dass wir uns wieder besser strukturieren können. Und da ist diese Hilfe natürlich aus den Forschungen von dem Robert oder Bob, sagst du, ist das der gleiche? Ja, der Spitzname. Okay. Ja. Von dem Robert Monroe ist es natürlich so, Bewusstseinsforscher haben natürlich viele Hintergründe dort. Wo ist der Geist bewusst und wo hängt er im Unterbewusstsein oder im Überbewusstsein? Und wenn Sie diese ganzen Dinge natürlich einmal erforschen, dann kommen Sie immer aufs gleiche Ergebnis, Frequenzen. Frequenzen, Klänge, das ist ja eine Urgeschichte. Wir entstehen ja aus Farbe und Klang. Das war die Ursuppe, sage ich mal. Und daraus hat sich alles entwickelt. Und wenn ich heute das höre, für mich ist das sofort verständlich, was ich sage. Jedes einzelne Wort. Ich habe an so verschiedenen Tests schon teilgenommen. Kennen Sie diese Brillen, wo Sie auch im Ohr so Töne haben und vorne so Lichtdinge? Mhm. Also gibt es irre Ergebnisse. Und da sehe ich dann, wozu unser Gehirn eigentlich fähig ist, wenn wir nur mal anfangen würden, da mal richtig Gas reinzugeben und das zu machen. Jetzt gibt es ja auch noch einen Punkt, haben wir eben mit einem angesprochen, mit einem Wort, das Thema Chemotherapie ist gefallen. Also hat es auch eine Wirkung auf Krankheitssymptome. Welche Erfahrungen gibt es denn da? Also ganz verrückte. Also ich habe öfters schon gehört, dass Leute, die keine Narkose vertragen, CDs reintun während der Operation. Ich würde mich nicht getrauen, aber ich glaube, wenn ich wirklich massive Probleme hätte mit Narkose, würde ich es vielleicht doch machen. Also es gibt eine Serie für OP-Unterstützung, vor, während, nach der Operation, Heilung.
Also die Frau gestern mit dem Brustkrebs hat die auch gerade mitbestellt, weil das auch ein Thema ist, das jetzt auf sie zukommt. Das ganze Krebsgeschichte, es gibt Bestrahlung, es gibt Chemo, auch damit. Man weiß ja, dass das nicht nur gut ist für den Körper, was da abgeht. Es belastet sehr hoch den Körper. Und eben, dass man mental daran arbeitet, also während der Chemo oder während der Bestrahlung die CD hört und einfach diese Geschichten gleich mit verarbeitet, dass vieles schon gar nicht passiert, was sonst passieren wird. Was eben auch interessant war, es gibt auch eine CD-Heilung. Man muss ja nicht unbedingt schlimmste Beispiel Krebs nehmen, es gibt ja auch ganz normale Dinge. Also ich habe mich vor kurzem schwerst erkältet, da ich einer bin, der weiß, was er tun muss, habe ich das sehr schnell in den Griff gekriegt. Andere Leute haut es dann 2 Wochen auf die Nase. Gibt es eine CD, wenn ich merke, ui, mich erwischt's oder ich bin anfällig für Krankheit, dass ich mir da auch eine Tonfolge ins Ohr blasen kann, sage ich mal, die mein Immunsystem kickt? Ja, das gibt's. Also es gibt ein Album, das heißt Network of Light. Da kann man das Immunsystem erklären. Also da schickt man richtig Licht in die Zelle rein. Dann gibt es eine andere CD, die heißt Detox Body. Wenn man also irgendwas drin hat, dass man wirklich die Toxide auch rausbekommt. Also es kommt wirklich. Also ideal wäre ein basisches Ausleitbad und die CD im Bad, wo dann das noch unterstützt wird, weil man muss sich mal überlegen, wie das Wasser die Information aufnehmen wird. Die Klänge, die Schwingungen nimmt ja das Badewasser sofort auf. Das heißt, wenn die Power-Ausleitung, muss man nur aufpassen, dass man danach nicht leer ist, wenn man aus der Badewanne aussteigt. Also wir haben zum Beispiel auch schon Betten, also wenn du einen großen Subwoofer unten am Bett hast und ein kleineres Nebenbett, da kannst du auch eine Klangliege draus machen. Also haben wir auch schon ausprobiert, funktioniert, also dass du nicht nur die Musik hörst, sondern sie auch noch spürst. Und das verrückteste Ergebnis war mal in der Turnhalle, Betonboden, dann ein Holzparkett drüber und dann einen riesen Lautsprecher an der Decke und die, so 50 Leute, die mit Matten auf dem Boden lagen. Und dann funktioniert das nicht mehr über die Ohren, sondern das kommt dann hier ab. Ist ja faszinierend. Verrückt. Liebe Zuschauer, hier muss ich kurz unterbrechen. Gleich setzen wir das faszinierende Thema über die Klänge fort. Wir machen kurz eine Pause zur Werbung, sind aber gleich wieder für Sie da. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Time to do Shop on Top, jeden Morgen von 7 bis 8 Uhr. Produkte, die ich Ihnen bei meinen Sendungen vorgestellt habe, die Sie kennen, hinter denen ich stehe. Ich freue mich auf Sie morgen früh von 7 bis 8, Time to do Shop on Top. So, schon sind wir wieder zurück bei Time to Do. Heute bei mir die Nicole und der Peter mit einem Thema, was uns berührt, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, und zwar unsere Sinne berührt und unser Gehirn so beeinflussen kann, dass wir wieder schlafen können, dass die Heilung beschleunigt wird, dass wir uns besser konzentrieren können und noch vieles mehr. Jetzt habe ich hier in der tollen Präsentation, die ihr mitgebracht habt, habe ich hier noch einen Namen drin gelesen, den man in der Schweiz gut kennt, wie ich gehört habe. Elisabeth Kübler-Ross. Was hat die mit der Monroe zu tun? Sehr viel. Also wir haben hier auch das Foto, wo die zwei etwa im gleichen Alter, das muss so anfangs 90er Jahre noch gewesen sein, zusammen waren. Die Elisabeth Kübler-Ross hat vom Monroe-Institut gehört. Die war ja nicht weit weg in der USA, wollte da hingehen und so ein Seminar machen. Das geht eine Woche und es lief nicht so, wie sie wollte. Und die Elisabeth Kübler-Ross kennen, wissen, sie war sehr energisch. Und irgendwann nach 3 Tagen wollte sie abhauen und hat schon Koffer gepackt und so, aber die letzte Übung wollte sie noch machen und dann hat es funktioniert. Also es wird beschrieben, sie hat wirklich ein Out-of-Body gehabt, sie war draußen, also vom Feinsten, wie man sich es vorstellen kann. Und das hat sie dann überzeugt. Und das, was wir hier auf dem drauf haben, unser Flaggschiff, ist die Going Home. Die hat die Elisabeth Kübler-Ross mit dem Bob Monroe zusammen entwickelt. So um die 90 muss das rum gewesen sein. Da gibt es 2 Ausprägungen. Die Going Home Subject, das ist wirklich für Leute, die wissen, dass sie sterben werden, unheilbar krank oder einfach sie wollen nicht mehr, aber sie wollen sich aktiv auf den Tod vorbereiten. Mhm. Und die andere ist dann die zweite, die für Angehörige. Also die sind ähnlich, aber nicht gleich, weil bei dem einen geht es ja wirklich darum, ihn auf den Tod vorzubereiten, bei den Angehörigen, dass sie einfach begreifen, was da abgeht. Und wir hatten letztens eine Frau, die uns dann Feedback gegeben hat. Ihr Vater ist ganz plötzlich gestorben und sie hat sich dann die Going Home
für sich genommen, ja, und hat die durchgearbeitet, hat gesagt, mir unheimlich gut getan. Also auch da kann es Unterstützung geben. Ich habe jetzt herausgehört, dass es sehr viel um Gefühlsebenen geht. Also ob das Trauer ist, ob das Schmerz ist, ob das auch diese Unruhe ist, geht sehr, sehr viel in die Gefühle. Wir wissen ja, die werden gesteuert von unserem Zentrum da. Und so kann ich mit diesen Dingen, jetzt habe ich noch was gehört, was mich auch fasziniert hat gerade, aus dem Körper gehen. Das ist ja wirklich jeder, der Meditation macht und das kennt, der kennt den Zustand mehr oder weniger, die meisten weniger. Weil er wirklich erstens mal, wer das zum ersten Mal erlebt, erschrickt erst mal. Weil, ganz schnell wieder zurück. Ja, weil du weißt ja nicht, ob du wieder reinkommst. Plötzlich stehst du schon da und sagst, Und man muss noch eins wissen, das sollte man auch nur machen, wenn man genau weiß, was man da tut, denn es kann auch ein anderer in deinen Körper. Muss man wissen. Denn wenn man sich vorstellt, dass wir jetzt alle drei das Gleiche machen würden, könnten wir auch die Körper tauschen. Nur ich meine, ob das der andere dann so gut finden wird, dann muss der morgen immer hier sitzen, jeden Abend eine Sendung machen. Ich fliege ein bisschen hin und höre mir Musik an. Nee, wir haben solche Erfahrungen schon auch gemacht, das ist aber dann eher in dem Bereich, wo es wirklich darum geht, Leuten zu helfen beim Sterben. Jetzt beim reinen außerkörperlichen Erfahrung machen hatten wir die Probleme noch nie. Aber es ist natürlich klar, wenn dir das erste Mal passiert, dann erschrickst du mal. Und zwar gewaltig. Also ich könnte sonst meine Geschichte erzählen, wo passiert ist, weil also im Rahmen vom Gateway Voyage, das ist ja der erste Kurs, und da haben wir eben eine Übung gemacht und man stellt sich vor, man ist ein Baumstamm, man liegt im Bett so und dann dreht man sich im Prinzip. Und dann dreht man sie wieder zurück. Und bei dem Zurückdrehen, dann habe ich gemerkt, ups, ich falle da raus. Und so halb in der Kurve hängen war dann auch nicht so spannend. Also bin ich rausgegangen und da war ich immer noch fasziniert, dass das ja neu ist. Und da haben wir gedacht, ja, was machst du jetzt da in der Koje, ist ja dunkel. Und dann teilen sich meistens zwei Leute ein Zimmer. Und da bin ich so in Gang gegangen, da war die Debbie und ich. Und dann habe ich gedacht, jetzt bin ich mal gespannt, ob die da drin ist. Mach so Vorhang zurück. Und dann war die da auch. Und ich so, aha, ja, denke ich mir, ja, unterhalten kann ich mich auch nicht, weil die macht ja auch die Übung. Und dann bin ich so runter in den Meetingraum, war natürlich auch alle Lichter abgedämpft, weil ja jeder in der Koje war. Dann bin ich nachher in David Francis Hall. Dann haben wir gedacht, ja, wieso gehe ich eigentlich immer die Treppe rum? Jetzt probiere ich einfach mal durch die Wand. Und bin wirklich durch die Wand durch. Dann haben wir gedacht, wow, ich tue mir ja gar nicht weh, das funktioniert ja. Dann haben wir gedacht, gut, wenn ich durch die Wand kann, kann ich auch durchs Dach. Und dann bin ich durchs Dach und dann habe ich so das ganze Areal gesehen, also Nancy Penn Center, und da drüben essen wir ja immer. Und dann habe ich so von oben geschaut und da drüben gibt es einen Balkon mit zwei Stühlen. Dann haben wir gedacht, gut, das merke ich mir jetzt, damit ich nachher verifizieren kann, ob das stimmt. Und dann zählt ja der Bob einen wieder zurück, dann heißt one, wake up, ich so, was, wie schon wieder? Okay, und dann bin ich schnell rübergefetzt, eben zum Balkon. Und da war da aber ein Stuhl. Und dann habe ich gedacht, wie jetzt? Stimmt das oder spinne ich? Okay, dann hatten wir Mittagessen, da konnte ich nicht mit dem Trainer reden. Dann danach habe ich dann den Trainer gefragt. Dann habe ich gesagt, ja, habe ich mir das jetzt eingebildet oder ist das Wahrheit? Dann sagt er, doch, guck, in dem Moment, wo du aus dem Körper rausgehst, ist ja die Zeit aufgehoben. Also Raumzeit, das ist eine andere. Und es kann entweder sein, dass natürlich während dem Mittagessen die den Stuhl weg haben, oder dass es einfach an einem anderen Zeitpunkt war, wo ich das gesehen habe. Achso, das heißt, es muss nicht zeitidentisch sein. Ist es gar also, wenn man jetzt um 20 Uhr aus dem Körper geht, heißt es, für die außerkörperliche Erfahrung muss es nicht unbedingt 20 Uhr sein. Das kann davor oder kann auch danach sein in der Zeit. Mhm. Ah, interessant. Und dadurch, dass ich das natürlich öfters gemacht habe, dann kann man auch die anderen dann so im Sitzungsraum fragen kann, weiß man auch, dass das die Wahrheit ist. Also, man kennt es einfach nicht. Das ist wie ein neuer Raum, den man erkundet. Spannend ist ja auch, dass etwa ein Viertel der Leute, die mit uns Kontakt haben, diese Erfahrung gemacht haben. Wir haben gerade viele Frauen, die das als Kind konnten und jetzt sind sie älter geworden, sie sind sozialisiert und jetzt geht es plötzlich nicht mehr. Und die wollen unbedingt wieder diese Erfahrung haben. Mhm. Und auch ein anderes Phänomen, wir haben ja so eine Albumserie Journeys Out of the Body. Lustigerweise kaufen das nur Männer. Mhm. In den Seminaren haben wir gemischtes Publikum, Männer wie Frauen, aber das Album kaufen lustigerweise die Männer. Ich hatte vor Weihnachten noch eine Frau, die das unbedingt noch haben musste. Ich bin dann extra noch auf die Post, damit sie am 24. bei ihr ist. Und dann hat sich aber herausgestellt, sie hat es für ihren Freund das auch als Weihnachtsgeschenk gebraucht. Also
Warum ist das, du hast es ja toll geschildert, warum ist denn das so eine Thematik, dass dieses Thema Körperreisen oder außerkörperliche Reisen, dass das mehr Männer interessiert wie Frauen? Gute Frage, ich bin kein Mann. Ja, ich nehme an, weil es auch mit Technik vielleicht zu tun hat, weil die auch vielleicht auch mehr forschen wollen. Ich glaube, das ist eher so bei den Männern da. Aber du hattest mir eben noch ein Stichwort gegeben, was ganz wichtig ist. Ich glaube, einfach mal so ein bisschen rumzuprobieren, ist nicht der richtige Sinn, mit diesen Dingen umzugehen. Deswegen bietet ihr auch Seminare an. Jetzt zeigen wir mal kurz eure Website. Gehe ich da mal drauf. Da haben wir jetzt nicht die Home-Seite. Gehen wir mal, wo sollen wir drauf gehen? Auf Veranstaltungen, Workshops. So. Da gibt es einen Wochenend-Workshop TMI Talk Off. Erleben und genießen Sie neue Bewusstseinszustände. Das ist jetzt der nächste, der ist erst. Da war gerade letztes Wochenende. Und ist jetzt wieder 17. 18. Mai? Naja. Wo ist er? In Zürich. In Zürich ist er. Ja. Und da werden wir natürlich diese ganzen Workshops, die es da gibt, über das ganze Jahr hinweg, die werden wir über unsere Aktuell-Seite allen Zuschauern noch einmal vorstellen, denn wir müssen natürlich immer sich so weit vorinformieren, dass sie das planen können. Also merken Sie sich schon mal 17. 18. April, Mai, in der nächsten Aktuell-Sendung am Mittwoch werden wir noch mal genau auf die Details eingehen und dann stelle ich Ihnen auch vor, welche CDs wir haben. Wie viel haben wir jetzt im Shop? 13. 13? Wurden von euch zusammengestellt, so als die Master-Thematiken. Und man kann da natürlich in jedem Thema noch viel, viel, viel weitergehen. Jetzt habt ihr uns auch mitgebracht auf dieser tollen Präsentation, was es alles für DVDs oder ich sag mal CDs gibt. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich es immer auf eine Seite kriege. Wenn ich da drauf klicke, sollte es vielleicht funktionieren. Vielleicht mehr Minus nochmal. Aber auch nicht. Macht er wieder ein. Ne, genau so wollten wir es eigentlich nicht. Aber jetzt gehe ich da mal hin und gehe mal da. So, jetzt sind wir gleich wieder da. Hier. Jetzt haben wir da Meta Music Instrumental. Sagt ihr ein bisschen was dazu, wenn wir das zeigen, dass die Zuschauer so eine Information haben? Wozu sind jetzt zum Beispiel, ich gehe dann langsam mit dem Scroll hoch, wozu sind diese 6 CDs? Also die erste ist zum Beispiel, wenn man sehr, sehr gerne entspannen will, das Harfenmusik. Also das heißt Angel Paradise. Dann das rechte ist Barockgarten. Das bedeutet, wenn man sich konzentrieren will mit klassischer Musik. Dann Chakra Journey, also wir haben ja die Hauptchakren, die kann man dann sozusagen stärken. Und das ist immer pro Chakra ist immer ein gewisses Lied, also es ist immer von dunkel bis hell. Dann Dreamcatcher, da geht es ums Träumen, dass man besser schlaft. Okay. Bei Illumination geht es um Peak Performance. Das ist Peak Performance, Spitzenleistung. Wir haben ja vorher gesehen, diese Beta, Alpha, Theta, Delta Geschichte und oben war noch Gamma. Und diese wäre jetzt wirklich so für absolute Konzentration. Also du entspannst dich nicht, du gehst nicht runter von der Hirnleistung, sondern gehst hoch. Und da gibt es so ein paar CDs, die eben wirklich für Sportler sind, für Leute, die auf einen Moment so wirklich ihre Spitzenleistung bringen müssen. Und das wäre jetzt eine solche. Aha, wo man sich fokussieren kann, wirklich auf einen Punkt zu kommen, wo alle Power, alle Kraft, alle Konzentration da ist. Faszinierend. Das andere, Lullaby? Lullaby. Lullaby? Ja. Also das sind so Kinderlieder mit Hemisync unterlegt und die kennt man. Das sind ganz klassische und das mega tolle CD. Also wenn du die hörst, wirst du auch dich erinnern. Okay. Das sind halt Schlaflieder. Dann tun wir doch gerade mal in diese Barockgarten, die haben wir gerade drin, in die hören wir gerade mal rein. Also ich merke, das ist sehr entspannt. Sehr entspannt. Also Barockmusik ist ja von Haus aus schon entspannend und dann kommt noch Hemisync dazu, also die entspannt wirklich. Aber es gibt natürlich auch Leute, die auf andere Musik stehen und darum sagen wir immer, es gibt zu jeder CD eine Hörprobe.
hört euch die CD mal kurz an, sind so 90 Sekunden, um einfach zu wissen, mag ich das oder mag ich nicht. Und wir entscheiden auch nicht wirklich für die Leute, weil wir sagen immer, du, es muss deine Musik sein, oder? Mhm. Ich habe letztens eine schamanistische CD verkauft, jemand, an mich hätte es nie gedacht. Aber die Frau sagt, doch, das ist genau das, das brauche ich. Und da geht es nur um Trommeln und solche Dinge. Aber wenn es einem gefällt, ja, und wenn es einem gut tut, dann machen. Also, dass wir jetzt nicht zu entspannt werden und dann uns die Augen schließen und nach hinten lehnen, mache ich das mal wieder aus. Ich weiß, den Zuschauern gefällt es, aber wir müssen ja auch noch ein bisschen Informationen verbreiten. Und einfach für die Zuschauer, alles, was Metamusic ist, kann man bedenkenlos nehmen. Das ist reine Instrumentalmusik, da braucht es keine Sprachkenntnisse. Einfach, die kann man auch während dem Bügeln, während dem Arbeiten irgendwie einfach nebenbei laufen lassen. Aber auch im Stereofeld hören, um dann die volle Wirkung zu haben. Wir haben gerade in der Pause kurz darüber gesprochen. Natürlich kennt ihr auch das Thema Naturschallwandler. Das wäre natürlich die Idealkombination, weil dort die Frequenz ideal so in den Raum geht. Das heißt, du wirst nicht angeballert, geboxt, sondern du hast sie über den Naturschallwandler in einer totalen Präzision. Das heißt, diese Kombination, diese CDs und dann natürlich das Beste an einem Wiedergabesystem, was es gibt. Das wäre natürlich dann die Idealgeschichte und damit könnten Sie sich sogar selbstständig machen und die Leute gut draufbringen. Stellen Sie sich mal vor, so in Zürich machen Sie einen kleinen Laden auf, da reichen 20 Quadratmeter, da stehen Sessel drin und da steht Naturschallwandler und dann gibt es nichts anderes, kommen Sie mittags eine halbe Stunde und werden Sie ein neuer Mensch. Also wir haben es mit dem Giorgio ausprobiert und wenn ich irgendwo einen Naturschallwandler sehe, dann muss ich eine CD reintun. Das ist einfach ein spezielles Erlebnis, ja. Doch, das ist toll. Jetzt sind wir hier auf der zweiten Seite. Da steht oben drüber Mind Food Englisch. Was gibt es dazu zu sagen? Also das sind geführte Meditationen in Englisch und zum Beispiel die erste, das heißt Breaking Free from Addictions, also wenn man Abhängigkeiten ändern möchte, wird das auch Englisch gesprochen. Also für alle die, die gerne so das Süße überall haben, so das Jubelbärchen hier. Ja. Ja, die vielleicht auf Essiggurken umsteigen wollen oder so. Ja. Also da gibt es halt eine CD, das ist, der Text kann man auch dann haben, also eben geschrieben, damit man das lesen kann. Und dann waren, glaube ich, noch mehrere auf dem Papier, gell? Wenn du das nochmal einblendest. Ja, dann blenden wir es nochmal ein. Da ist der Catnapper, über den haben wir vorher schon gesprochen. Ja, genau. Dann, wenn man zum Beispiel Rauchen aufgeben will, das ist Freedom ist die from hier? Smoking, genau, die links mit dem Tor da, also Tor zur Freiheit oder Unabhängigkeit. Dann rechts ist Pain Management, wenn jetzt jemand ganz stark Schmerzen hat. Du hast vorhin gesagt, mit den Kopfschmerzen. Ja. Also da kann man zum Beispiel die CD reintun und die Carolyn Ball hat eine sehr, sehr angenehme Stimme. Und die führt einen dann durch die CD und da eben wenn keiner jetzt Englisch kann, kann man auch den Text dann haben. Also kann es vorher lesen und oder halt nachher lesen. Und hier. Ich hatte vor ein paar Monaten einen Anästhesist von einem Kantonsspital, dann kam er und sagte, ich habe von Hemisync gehört und ich brauche solche schmerzstillenden CDs. Sage ich, Moment, du bist doch der Fachmann für solche Themen. Dann sage ich, ja, ich habe eine Mutter, die hat MS und ich muss mit der was machen. Und dann haben wir eine Sammlung zusammengestellt, unter anderem auch Pain Management, damit er seiner Mutter eben solche alternativen Mittel verabreichen konnte, damit sie ihre Schmerzen wieder in den Griff bekommt. Weil das Hirn, das weißt du ja auch, das Hirn gewöhnt sich an Schmerzen. Absolut, und ja. Dass wir da zu entkonditionieren, das ist eigentlich die Geschichte dahinter. Mhm. Das ist ja aber die Migräne das Schlimme. Mhm. Wenn du längere Zeit Migräne hast, nimmt das Gehirn als Normalzustand. Ja. Das heißt, es wehrt sich gar nicht mehr dagegen oder es will gar keine Gegenmaßnahmen. Und dass die Gegenmaßnahmen dann nicht erstmal wieder aus dem Gleichgewicht bringen, bis dann das Gehirn wieder richtig programmiert ist. Ja. Ist so, leider. Also, dann haben wir noch zwei. Weight Loss sehe ich da noch, die grüne ja, die ganz da. Unten rechts das war jetzt ist, ja. Die Geschichte, die Ergänzung zu Essen oder Nicht-Essen. Okay. Auch für Leute, die mit dem Gewicht kämpfen. Und, also da gibt es ungefähr, ich glaube, es sind etwa so 70 so Geschichten. Ja. Hier und steht jetzt Human Plus. Haben wir eigentlich schon darüber gesprochen. Da hat der Bob so anfangs 90er Jahre das Gefühl gehabt, ich kann jetzt die ganze Menschheit ändern. Indem ich eben Verhaltensmuster ändere und das sind um die 50 CDs da
wo man eben ganz klar bestimmte Themen, wo man Mühe hat, da hingehen kann und dann im Unterbewusstsein umprogrammieren kann. Mhm. Haben wir vorher mit diesem Kanal Access to Energy, mit dem Access Channel und so. Da geht es zum Beispiel wahrscheinlich darum, die Verbindung zur Energie wieder zu kriegen, ja, zur eigenen Power. Ja. Dann haben wir da unten Eat, No Eat, das haben wir vorhin schon besprochen, um was es da geht. Hier steht, oh, Sex Drive, heißt, du kriegst dann den Drive wieder zum Sex, oder? Ja, ist auch wieder beides. Also das eine ist, die Libido ist zu hoch und du möchtest sie runterfahren. Wir haben beim Essen darüber gesprochen. Und das andere wäre dann, du hast zu wenig und musst wieder ein bisschen Power reinbringen. Okay. Dann haben wir hier stehen, Heartsync, Englisch. Da geht's Herz. Genau, um Herzöffnung. Also das eine ist zum Beispiel, dass man mit Tieren kommuniziert. Das ist rechts, weil sehr viele haben ein Herz für Tiere. Oben rechts diese hier? Genau, also mit Katzen, Hunde, Hamster oder so. Dann, das ist auch wunderbar erklärt. Das ist wirklich eine Frau, die das spezialisiert ist drauf und die das so einem Normalbürger beibringen will, wie das geht, wie der unterstützt mit den Hemisync-Frequenzen. Ganz toll. Dann geht es um die Chakren, sehe ich da, die zweite rechts. Genau, dass man mit denen wieder arbeitet. Und unten ist Your Heart Song, also dass man das Herz auch für sich und auch für die anderen wieder öffnet. Mhm. Und was war das? Which Wisdom of the Heart. Ja, genau. Ganz rechts unten. Da geht es halt auch, dass man die Weisheit des Herzens anerkennt, weil man ja sagt, eigentlich weiß das Herz ja und leitet einen so durchs Leben. Wenn man da mal endlich mal drauf hören würde, wären wir schon viel weiter, aber oft vergessen wir es halt. Jetzt sind auch hier ganz dicke dabei. Das scheinen Bücher zu sein sogar, oder? Das sind Alben, das sind zum Teil 6 CDs, 9 CDs, ja. Das ist richtig Arbeit. Also Journeys Out of the Body oben ist einfach ein Ansatz, um diese außerkörperlichen Erfahrungen zu machen. Es gibt da verschiedene, also in unserem eigenen Out-of-Body-Seminar mischen wir ganz bewusst den Approach hier von Bob. Wir haben unsere eigenen Erfahrungen und wir greifen auch auf den William Buhlmann zurück, den vielleicht viele schon gelesen und gehört haben. Einfach um auch den Leuten die Möglichkeit haben, es ist nicht jeder gleich, dass verschiedene Zugangsthemen zu dem geht. Journeys Out of the Body sind wirklich Frequenzen, wo du dann lernst, in diesen Zustand zu kommen, ohne abzutauchen, ohne zu schlafen und dann wirklich durchgehst, bis du dann gehen kannst oder rauskommen kannst. Mhm. Dann hab ich. Ich muss nochmal die Nicole was zu dem Thema was fragen, das ist ganz faszinierend für mich. Dieses Rausgehen aus dem Körper und so durch Wände gehen und so ist natürlich eine faszinierende Thematik. Wo liegt der Hintergrund? Was bleibt denn für den Mensch übrig? Meine, natürlich ist es witzig, mal zum Nachbar rüberzugehen und mal zu gucken, ob der auch schon schläft. Also übrig ist natürlich, dass uns bewusst wird, dass wir nicht nur hier der Körper sind, also diese Materie, wo wir ja anfassen können, sondern dass man auch andere Welten erkunden kann. Also man kann zum Beispiel, was weiß ich, auf dem Mars oder auf dem Mond mal schauen, wie es da ausschaut. Oder man könnte auch mal andere Wesen kennenlernen. Oder auch mal, wenn ich Verwandte hätte in New York, kann man nach New York gehen, mal gucken, wie es denen geht. Also man kann halt wirklich Zeitreisen machen. Und ohne, dass man sich halt ins Auto setzt, wirklich physisch. Ich wollte also, gerade sagen, das heißt ja zwei Dinge. Einmal heißt das, damit ist im Prinzip dann für jeden Mensch die Erklärung erbracht, dass Körper, Geist und Seele eine Einheit sind, die aber der Geist kann sich vom Körper lösen und kann natürlich auch wieder zurückgehen in den Körper. Und das heißt, ich tue meine geistigen Erkenntnissen vergrößern, kann man so sagen? Also das fängt schon jetzt im Einführungsseminar an bei uns, dass wir einfach sagen, du nimmst so Schale um Schale, wo du dein Bewusstsein erweiterst und deine Realitätswahrnehmung. Also eine Realität, die Nicole und ich heute bewohnen, die ist eine völlig andere als vor 15 Jahren. Weil wir einfach, wir können so viel, also es gibt zum Beispiel keine Geheimnisse mehr. Also wenn du auf Focus 12 bist, du gehst da, du kannst morphogenetische Felder anzapfen. Nicole hat sich zum Beispiel angewöhnt, wenn sie jemand anrufen muss, dann geht sie schnell auf 10, fragt, ist der zu Hause, soll ich jetzt? Und ich glaube, es ist noch nie passiert, dass dann, wenn sie anruft, wenn sie ein Okay bekommt, die Person nicht zu Hause war. Also man kann es als Bild sehen, sagen wir, du hast hier ein morphogenetisches Feld, ich gehe hier hoch, fragst es ab, guckst, ob der andere da zu Hause ist, dann kriegt man ja einen Impuls und dann geht der wieder so rein. Das ist eigentlich noch nachvollziehbar, finde ich. Ja, ist es auch. Und wenn halt der Kanal offen ist, oder, dann ist es einfach und das muss man halt dann üben. Wie lange hast du gebraucht? Nicht so lang, vielleicht ein halbes Jahr, so.
Oh, das ist relativ, es ist eigentlich nicht so lange, finde ich jetzt. Wir sind ja heute in einer kurzlebigen Zeit, jeder will alles gleich. CD rein, zack, bumm, raus, wieder weiter. Eben, so. Also die ersten Erfahrungen, wenn du jetzt im Seminar, also die Leute nach einem halben Tag, nach einem Tag, sind die drin. Auch sehr linkshirnige Ingenieurtypen, wir hatten gerade am letzten Wochenende wieder so, die brauchen ein bisschen länger, aber es funktioniert auch. Also das einzige Mal, wo es die zwei, drei Leute, wo es nicht funktioniert hat, die haben schon gar keine CD angehört. Die haben CD gekauft, aber sich nie die Zeit genommen. Also wenn sich jemand die Zeit nimmt und die CD anhört, weil wir basieren ja auf biologischen Effekten. Also wenn das Hirn sauber ist, also nicht krank ist, fähig ist, diese Synchronisation herzustellen und dass jeder normale Mensch kann das, dann funktioniert es. Ganz spannend. Ich finde das so toll. Ich habe die ganze Zeit den Zuschauern gesagt, in letzter Zeit, die Termine der Gäste hier, die bestimme ich ja nicht, die kommen ja auf mich zu. Und faszinierend ist, wie viele Thematiken in den letzten 3 Monaten sich mit dem Thema Schwingung, Klang und Frequenz beschäftigt haben. Also sehe ich immer, das wird immer mehr Thema von uns, weil wenn wir das verstehen, wo eigentlich unsere Kraft drin liegt, dann können wir auch, ich denke, wir können unser Hirn noch viel mehr zu Leistungen bringen und zu Möglichkeiten. Und nicht um schlauer zu werden, sage ich immer, sondern um mehr zu fühlen, um mehr zu verstehen. Das wäre angebracht. Ganz toll. Gehen wir noch mal ein Stückchen runter. Pforte der Erkenntnis, Englisch oder Deutsch. Was darf ich hier drunter verstehen? Das ist im Prinzip der Einsteigerkurs der Gateway Voyage, den ja jeder macht, der beim Monroe-Institut anfängt. Das war eben der, wo ich den Out-of-Body hatte. Und die ersten 3 Tage, muss ich sagen, habe ich auch nichts gespürt. Da habe ich mir gedacht, toll, ich bin die Einzige, die nichts mitkriegt. Und die anderen erzählen immer die Super-Stories. Und irgendwann ist es, wenn du loslässt, dann erwischt es dich. Und plötzlich hatte ich diese genialen Erfahrungen. Da habe ich gedacht, das ist wie wenn du mal ein Tor aufmachst und bist in diesem Raum, da magst du gar nicht mehr rausgehen. Und dann haben wir halt einen Haufen Folgenkurse gemacht. Und eben diese CD da, diese Pforte der Erkenntnis, das ist praktisch der ganze Kurs in 6, das nennt sich Wellen. Ich erzähle das mal schnell. Also das ist praktisch eine, da gibt es so 6 Alben und die gibt es in Deutsch und in Englisch. Und je nachdem, was man halt dann machen will, kauft man das eine oder das andere Album. Also ich gedacht für ganz Leute, die aus irgendeinem Grund nicht in die Kurse kommen können, dass die wirklich zu Hause oder wir haben Leute, die haben einfach ein Riesenproblem, unter Leute zu gehen. Die wollen sowas alleine machen. Und das, ich finde toll, wenn es das gibt, so wenn ich das Kurs, zu Hause mir selbst zu machen, kann. Da ist man so ungefähr 7-8 Monate zu Hause beschäftigt. Aber wir hatten auch schon Leute, die den Kurs durchgearbeitet hatten und dann ins Seminar gekommen sind, einfach weil sie noch das Gruppenerlebnis und die Gruppenenergie haben wollten. Mhm. Ist auch dann nochmal, obwohl sie eigentlich die Basis hatten, nochmal ein anderes Erlebnis. Also eine ganz, ganz tolle Geschichte und spannend. Das war wieder eine Sendung, die mich richtig fasziniert hat, weil ich vieles erfahren habe, was ich noch gar nicht wusste. Das letzte Bild wollen wir uns noch anschauen. Die Zeit rennt schon wieder davon. Was sehen wir denn hier? Zeig das bitte noch mal kurz, Lukas. Also das sind unsere Stiefkinder. Ich bin eigentlich immer ein bisschen traurig, dass die Leute noch nicht den Mut haben, sich DVDs zu kaufen. Also ich möchte eigentlich die mehr unter die Leute bringen. Und zwar habe ich da 1-2 Meta-Music-Titel im Normalfall dabei, aber ich habe wunderschöne Mandalas. Da haben sich Leute wirklich tolle Geschichten ausgedacht. Die kann ich am PC anschauen. Wenn ich einen Beamer habe zum Beispiel, die haben eine weiße Wand projiziert, absolut gigantisch. Und dann Musik und dann eben die Bilder dazu. Ja. Jetzt bleibt mir nur noch die Zeit zu sagen, vielen, vielen herzlichen Dank. Es war ganz spannend und ganz toll. Schickt mir nochmal die Seminartermine, dass wir die auf aktuell stellen. Und auch natürlich am Mittwoch werde ich es nochmal erwähnen. Und dann hätte ich gern mal Zuschauer, die diese Thematik des Körperverlassens, wenn sie das fasziniert und sie probieren das, schreiben Sie mir, wie es war. Das würde mich besonders interessieren. Und ich probiere es natürlich auch. Danke und bis morgen. Das ist wirklich eine irre Geschichte. Also das habe ich noch gar nicht so wahr. TimeToDo.ch ist Ihnen präsentiert worden von Bali Berseri.